Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 23, glaube ich, von Astroneer. Ja, ich bin unten raus, habe hier entladen, habe auch hier irgendwo ein Dingens gebaut, sag schon, ein Lager noch weiter gebaut hier mit dem Drucker, das ich hier drauf gepackt habe auf den Ofen, damit das mal ein bisschen größer wird. Wir könnten eigentlich jetzt schauen, dass wir das mal darüber packen, dass wir dann noch einen vielleicht auf der anderen Seite auch noch machen. Aber ich glaube, wir haben gar kein Harz mehr hier, oder? Nee, sieht nicht danach aus, dass wir noch Harz hier haben. Wir können aber definitiv hier noch die Forschung weiter anstoßen, weil da geht ja noch zweimal was. Und ich glaube, da kommen, ja, jetzt komme ich hin, alles klar, jetzt läuft das. Wir haben aber auch ein bisschen Schwierigkeiten mit Strom, da müssen wir immer noch einen Generator machen. Und hier ist, glaube ich, noch irgendwas zum Abholen, oder? Kann das sein? Würde ich sagen, gucken wir uns nach dem Intro an. Ich bedanke mich erstmal fürs Reinschauen und will hoffen, dass ihr auch noch weiter guckt. Und dann nach dem Intro schauen wir auf jeden Fall, was für eine Missionslogbuch da Einträge sind. Bis gleich. So, dann schauen wir da mal rein. Köder, Schalter, Zinkblenden sollten wir sammeln, was wir getan haben. Dann ist der Gegenstand, den wir bekommen, keine Ahnung was. Auf jeden Fall macht das ein schönes Teil da und glitzert noch mehr. Strange Object. Kronos Fallakte. Fallakte Kronos. Schicksal der Ex-Triton. Bitte in sichere Entfernung zur Startrampe platzieren. Erst aktiviert, wenn das Gelände gebohrt wird. Nicht aktivierbar, da Objekte das Areal blockieren. Nähe der Landezone nicht aktivierbar. Keine Ahnung, wofür das gut ist. Ich lege es mal da hinten irgendwie hin. Haben wir noch mehr? Da sind wir schon durchgerutscht. Das verfolgt. Umrüsten entsperre Druck und befestigen Boost-Modus am Geländewerkzeug. Entsperre Druck und befestigen Bohrmodus am Geländewerkzeug. Das müssen wir auch noch alles machen. Ich dachte, das hätten wir schon längst gemacht. Warte mal, wie heißt das jetzt? Entsperre, drucke und befestige. Gut. Das heißt, wir müssen das hier machen, wenn, ne? Können wir das? Wir haben 3610. Kleiner Kanister. Kleiner Generator. Boost-Modus. Erhöhte Geschwindigkeit. Zink einmal. Benötigt. Freigeschaltet. Ach, das haben wir schon. Breite Anpassung, schmale Anpassung, Hämmer, Ausrichtungsmodus, aber das ist jetzt nicht das, glaube ich. Bohrer Anpassung, Stufe 1. Erforscht Bohrer Anpassung, Stufe 1. Dynamit. Bohranpassung Stufe 2, was ist das hier? Bohranpassung Stufe 3. Die geht noch nicht, weil uns da Punkte für fehlen. Die würde gehen, aber Boost-Modus ist schon freigeschaltet. Breite Anpassung. Lass uns nochmal gucken. Ne, da nicht, sondern hier. Was war das für eine Aufgabe jetzt? Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte dahin. Entsperre, drucke und befestige den Boost-Modus am Geländewerkzeug. Entsperre, drucke und befestige den Boost-Modus am Geländewerkzeug. Jetzt müssen wir noch den Boost-Modus auch nutzen dann wahrscheinlich. Nee, das geht alles so nicht. Dann geht er mit Escape zu. Jetzt muss ich gerade gucken, kann ich den hier drucken? Boost-Anpassung, da. Was brauche ich? Zink. Zinkblende habe ich. Ach, wir haben ja den Dingens noch nicht leer geräumt, wa? Gut, dass wir das gerade noch gesehen haben, ne? Und das ist Zink, den wir dann hier brauchen, um das hier zu machen. Dann basteln wir das doch gerade. Boost-Anpassung. Geländewerkzeugerweiterung erhöht die Geschwindigkeit der Anschluss an Geländewerkzeug. Zieht im. Ja,
Ja, da muss ich wahrscheinlich das erstmal hier anmachen und dann kann ich das da drunter stecken, oder? Jetzt haben wir wohl die Dingens geschafft. Gehen wir dann mal hin, gucken, was dann noch dran ist, oder? So, entsperre Druck und befestige den Bohrmodus am Geländewerkzeug. Okay. Den Bohrmodus hatte ich doch auch eben erforscht. Das heißt, ich müsste den auch noch bauen können. Dann müssen wir mit Escape raus. Boostanpassung. Bohreranpassung, Stufe 1. Keramik brauchen wir dafür. Aluminium. Hier ist noch eine Zinkblende, die kann da rein. Ne? Jetzt muss ich nur gucken, wo ich die Keramik finde. Ob ich sie schon habe, ist die nächste Frage. Aber ich meine eigentlich schon. Ne? Hier, das müsste doch Keramik sein, ne? Genau. So, dann den auch machen. So, Bohreranpassung Stufe 1 haben wir dann auch und können die da dran ersetzen. Fertig umrüsten. Aufgabe erfüllt, sehr schön. Gehen wir da mal schnell hin und gucken. Holen unser Dingens ab. Und da kam jetzt was? Erdzentrifuge. Okay. Seltsames Objekt. Platziere das seltsame Objekt auf der Oberfläche von Silvia und aktiviere es. Ah, das ist das, was wir eben gefunden haben. Sehr schön. So, die Erdzentrifuge. Naja, genau. Passt die hier drauf? Erstmal auspacken, wenn, ne? Halten zum Auspacken. Da ist aber hier passt die nicht drauf, ne? Ne, das ist zu klein. Das bedeutet, wir müssen einen Tisch bauen. Ja, jetzt ist hier irgend so eine Schitte angegangen, die ich gar nicht haben wollte. So, wo? Warte mal, ich hatte da vorne doch so einen Tisch stehen, der könnte. Reicht der? Dieser hier? Da steht jetzt was anderes drauf, ne? Was ist das da? Noch Harz? Ne, das ist Lehm, okay. Die sind alle voll wohl. Da ist noch ein Platz. Ist da noch mehr Platz drauf? Ne. Das ist auch voll. Mach den mal gerade vorübergehend dahin, weil den will ich. Obwohl die Erdzentrifuge kann ja dann auch hier irgendwo stehen, ne? Mach die mal gerade hier hin. Und geht das von da nach da? Reicht mal just wieder nicht so. Jetzt reicht's. Jetzt weiß ich nur nicht, ob die dahin geht. Passt die da drauf? Nee, ich glaube, ist zu klein. Ja, ist auch zu klein. Gut, dann wissen wir das auch, dass das zu klein ist. Okay, dann müssten wir jetzt eine Plattform bauen, die größer ist. Da ist übrigens ein Harz. Aber einer reicht nicht. Was machen wir denn jetzt hier mit mittelgroßer Drucker? Große erweiterte Plattform. Ne, ich glaube, die brauchen wir nicht. Wir brauchen nur eine große Plattform vielleicht, oder? Diese hier. Dafür brauchen wir auch zwei Harz. Das heißt, wir müssen definitiv jetzt erstmal Harz besorgen. Und zwei Harz brauchen wir. Und hier ist nur einer.
Dieses kann dann dahin. Haben wir hier irgendwo noch ein Harz? Ich glaube nicht, ne? Nee. Ist leider nicht da. Müssen wir abbauen gehen. Doch, da ist noch einer. Sehr schön. Dann werden wir den da schnell reinschmeißen. Dann können wir das nämlich noch bauen. F und starten. So, der baut jetzt eine große Plattform. Sehr gut. Und wir müssen jetzt Harz haben. Kurz einmal Batterie erst aufladen. Ja, ich habe schon wieder vergessen, welche Taste ich drücken muss, ne? Ja, ich weiß auch nicht, wie ich hier rausfahre, ne? Hier zum Glück ging's da raus. Hier war mal Harz, ne? Ist da noch was drin? Ich glaube nicht, oder? Sieht nicht danach aus. Vielleicht sollten wir das Loch mal zumachen. Hier ist der Autoarm, ne? Den wollten wir ja vielleicht auch mal machen, ne? Hier sieht es auch leer aus. Biomasse. Okay, da geht eine coole Runterfahrt rein und da auch. Aber die geht nicht so weit. Hier haben wir. Da rechts ist Harz. Okay, C war es. Okay, gut. Da ist auf jeden Fall Harz. Und dieses Teil da braucht auch noch Dingens, Strom. Gut. Wo ist hier Harz? Okay, wir müssen zurück, weil wir keinen Sauerstoff mehr haben. Einmal hier Luft holen. Und jetzt nur Biomasse. Hier soll noch Harz sein. Organische Ressource, ah, da ist Harz. Da war auch noch Harz. Okay, wir müssen wieder Sauerstoff erstmal haben. Voll ist er. Oh, hier ist auch noch so ein Teil. Komm, das nehmen wir mit. Kriegen wir das mit? Ich hoffe es. Ich bräuchte so einen Verpacker, ne?
Ah, shit, die habe ich aber nicht. Glaube ich nicht. Irgendwie ist hier gerade ein bisschen dürftig mit Harz. Keine Energie, super. Wieso habe ich denn jetzt keine Energie? Ach so, die ganze Energie kriege ich. Ich kriege überhaupt gar keine Energie mehr, oder was? Das war doch hier am Auto, dass sich das auch aufgeladen hat, oder? Okay, jetzt lädt er auf. Aus dem Akku nimmt er da nichts raus. Sehr interessant. Die kleine Batterie auch noch voll machen. Das dauert aber. So, ein Balken noch. So, und dann können wir mal gerade hier was lassen. Wir haben erst ein Harz gesammelt. Das ist ein bisschen mager, ne? Das ist ein richtig schlechtes Vorkommen hier, oder? Da ist nichts mehr. Oh oh. Okay, hier kommen wir jetzt wahrscheinlich schlecht raus. Wir müssen erstmal abarbeiten hier. Okay. Sauerstoff wiederholen. Haben wir und dann geht es da wieder hin. Ja, da ist nichts, aber da soll noch was sein. Da ist überall nichts. Da ist nur noch Biomasse. Da auch. Ja, das war ja kläglich, oder? Okay, müssen wir uns ein anderes Vorkommen suchen. Das hat hier keinen Sinn. Fahren wir mal zurück und das Ding kriege ich jetzt nicht mit, weil ich keinen Verpacker habe. Da ist Harz ohne Ende, dann nehmen wir das. Nur kein Strom mehr. Wieso geht's dann trotzdem noch? Komisch. Naja, egal, wenn es läuft, dann läuft's. Es geht wahrscheinlich noch, weil ich direkt mit dem Auto verbunden bin, ne? Oder? Kann das sein?
Ich glaube, ich muss mal gerade entleeren. So. Nee, das war falsch, das war richtig. Organische Ressource haben wir. Da ist auch weg der Stein. Da ist nichts mehr. Da ist noch was. Okay, wir entladen aber, weil wir auch Sauerstoff brauchen. Wenn wir die organische Geschichte vielleicht gar nicht mehr brauchen, ne? Haben wir schon genug eigentlich, oder? Da ist nichts mehr, da ist noch grün, hier ist noch was. Okay, wir brauchen Sauerstoff. Nur einer da. Gehen wir mal auf der anderen Seite. So. Da ist noch irgendwo was. Oh. Schnell zum Wagen. Okay, Glück gehabt. Fast geschlafen, ne? Mal gerade Strom an und den lade mal und aus. Nee. Das wollten wir nicht wieder aussteigen. Wir wollen noch ein bisschen gucken, ob wir noch was kriegen gerade. Okay, da müssen wir noch ein bisschen rumgehen. Hier muss da noch, da unten ist auf jeden Fall noch was. Hier muss noch was sein. Da ist noch was. Einmal wieder Luft holen.
Da ist auch noch was, keine Energie mehr. Hier ist was, aber er sagt mir da, dass da noch was anderes ist. Was ist denn da? Gemisch wahrscheinlich, oder? Ja. Okay, egal, brauchen wir jetzt nicht. Ich glaube, da unten ist nochmal Harz. Komme ich irgendwie schlecht dran, oder? Ah, da habe ich es gekriegt. Da ist wohl nichts mehr, ne? Okay, dann holen wir Sauerstoff und wir steigen ein und sind da erstmal fertig, würde ich sagen. Wir haben jetzt genug Harz geholt, fahren wieder zurück und schauen zu, dass wir dann weitere Dinge bauen an unserer Basisstation. Ich würde sagen, ich fahre zurück, mache das alles und dann melde ich mich in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Achso, der Mordrak hatte geschrieben, ne, ich muss in den Kern rein von dem Planeten oder was es auch immer hier ist und schauen, dass ich dann da in irgendeiner Schwerelosigkeit oder was da ist, dann schaue, dass ich da irgendwie was abbaue in der Mitte. Ne? Naja, wisst ihr Bescheid. Bis dann. Ciao.